Schwarzen Wein nennen die Oronia diese neu entstandene Pflanze. Und um das Äußerliche zu beschreiben, reicht der Name wohl hin. Denn wirklich ist er eine Abart des wilden Weines, der dort zu Lande vielerorts rankt. Und ebenso wie seine Blüten sind auch die Blätter und Trauben nicht von roter, nicht von grüner, nicht von blauer, sondern von obsidianschwarzer Farbe. Doch wenig kann dieser Name vermitteln von dem Grauen, welches mit dieser Pflanze verbunden ist, denn sie ist eine Züchtung der Erzdämonen. Fürwahr, sie rankt an Bäumen und Hängen, Felsen und Mauern, doch ganz gleich, wo sie wächst und wie sie sich anklammern muss, sie hat immer noch eine Unzahl von kleinen Ranken frei, die an jeden packen, der der Pflanze zu nahe kommt. Dann umschlingen die feinen Ranken alle Körperteile, die sie zu fassen bekommen. Und wer nicht sofort handelt und sich losreißt, der ist verloren. Denn haben die Ranken erst einmal einen festen Griff, dann öffnen sich an ihrem Ende viele winzige Saugmäuler, die sich in die Haut des hilflos gefesselten Opfers bohren. Schreckliche Schmerzen sind die Folge, als würde ihm Vitriol eingeflößt. Der schwarze Wein aber scheint die Schmerzen seiner Opfer zu genießen, als wären sie ihm Dünger. Durch seine unzähligen Ranken saugt er dem Opfer das Blut aus dem schmerzerfüllten Leib, bis der Unselige tot und leer im Geranke hängt, bis ihn die Insekten verzehrt haben und seine Knochen zu Boden fallen. Nur wenn die Trauben deiner Weinpflanze alle prall und dick herabhängen, ist es sicher. Denn dann hat sich der Wein vollgesogen. Aus dem Saft seiner Trauben aber bereiten die Urona, so sagt man, einen schwarzen Rotwein, der dick und klebrig fließt wie Menschenblut. Und der sie vorzüglich berauscht. Man darf postulieren, dass der uronische Schwarzwein eine Schöpfung der Erzdämonin Belkelel ist, deren Wirken sich in Oron letztens vielfach manifestiert hat, zumal die Dämonologie lehrt, dass die Pervertierung der heiligen Pflanze ihrer göttlichen Feindin Raya eine für Dämonen fast schon charakteristische Tat ist, soweit Sterbliche das beurteilen können. Zum Wesen der Belkelel gehört aber auch der Lustgewinn aus den Qualen anderer, und Schmerzen fügt die schwarzen Weinranken fürwahr ihren Opfern zu. Es erscheint nun vertretbar zu vermuten, dass es zu den Kräften dieser Dämonenpflanze gehört, dass sie den von ihr Gefesselten mittels unbekannter Essenzen schwere Leiden zufügt, auf die der Leib des Unglücklichen reagiert, indem er das von den Winsalter Magistern postulierte eigene Rauschmittel sprudeln lässt. Dieses Elixier wird dem Opfer dann mit seinem Blute abgesogen, sodass man auch versteht, warum der Schwarzwein berauschend über alle Maßen sein soll, enthält er doch die aus Qualen gewonnene Leibesessenz eines denkenden und fühlenden Menschenopfers. Wir vermuten seit langer Zeit, dass die Götter dem Menschen eine besondere Gabe geschenkt haben, die ihn vor unerträglichem Schmerz zu schützen. An Kranken und Verwundeten, aber auch an übermäßig Erschöpften, lässt sich beobachten, dass sie irgendwann ein leichter Rausch überkommen, als hätte man sie Wein getrunken oder Ilmenblatt geraucht, selbst wenn sie nichts zu sich genommen haben. Mein Kollege und ich postulieren daher, dass die Kraft des Körpers in Zeiten höchster Not neben den bekannten Säften Blut, Schleim, Lymphe und Galle eine weitere flüchtige Essenz zu erzeugen vermag, die auf ihn wirkt wie Weingeist, indem sie zugleich beschwingt und betäubt. Wo der Ursprung dieser Essenz sei, wissen wir nicht. Doch da es glaubhaft erschien, dass dieser körperentsprungene Rauschtrank eine Gabe der Herrin Raya ist, vermuten manche Kollege, sein Quell säße in jenen Drüsen, die unteren Leibeshälfte, die der Herrin Raya zugeordnet werden. Ja, dieser Rund kann, wie gesagt, die schwarzen Ranken und die Wucherwurzeln an der Mauer deuten. Und diese Belagerung wird tatsächlich enden, sollte der schwarze Wein über die Stadtmauer hinüber in die Stadt hinein wachsen. Also eine sehr diabolische, sehr zeitkostenintensive Möglichkeit der Eroberung. Aber sie könnte erfolgreich sein. Und so steht hier an Baron Ula, wie gesagt, in einiger Entfernung. Iserun hat gerade den Zauber gesprochen, ihre Sinne geschärft, die Adleraugen aktiviert und mit den leuchtenden Augen kannst du dann diese Thesen nach und nach wiedergeben, dir in Erinnerung rufen, was verschiedene andere, ja, vor allem das Anatomische Institut von Winsalt hat darüber berichtet in den Zeitungen, in den Archiven, vielleicht hast du auch noch vor kurzem erst in dem, ja, in den akademischen Thesen, die du ja auch in Gareth dann lauschen konntest, hast du vielleicht davon gehört. Du hattest dir ja den einen oder anderen Vortrag angehört und so kannst du dann deinen Freunden, deinen Reisegefährten diese Sachen mitteilen.
Ja, und dieses Zeug, das ist ganz gefährlich. Also nah ran darf man nicht, sonst greifen diese Ranken nach einem. Pflanzen, die nach einem greifen? Ja, wirklich. Ah, eine Perversion der Elemente. Ah. Habe erst letztens noch einen Ordensbericht darüber gelesen. Woher kommt mir das bloß bekannt vor? Man hört so einiges aus Maraskan, aber das hier? Unsäglichkeit dieser... Ah. Jedenfalls ist es kein... Ranken. Jedenfalls ist es kein gutes Zeichen, dass wir diese Ranken jetzt schon an der Stadtmauer sehen. Wir sollten nun keine Zeit mehr verlieren. Immerhin haben die Pflanzen, die auf Maraskan versuchen, einen zu fressen, nicht die gute Sitte, an Ort und Stelle stehen zu bleiben. Nun, ich hatte gehört, dass es eine Barriere gibt, aber dass sie bewegen können, ist furchteinflößend. Sagt Isarun, wurde auch etwas erwähnt, wie man diese Ranken beschädigen kann oder entfernen kann? Nun ja, also sie sollen wohl eine erzdämonische Komponente haben oder zumindest dämonische. Von daher ist mit geweihten Waffen oder geweihten Feuer, Wasser, sowas vielleicht dem beizukommen. Ich weiß nicht, ob gewöhnliches Feuer helfen würde. Vermutlich. Also, vielleicht würde es sie beschädigen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie nicht ganz dadurch vernichtet werden. Möge Angrosch seinen heißesten Flammentopf über ihn ausschütten. Ich befürchte, hier können wir nichts machen. Wir müssen hier auch nichts machen, wenn wir Erfolg haben, nicht wahr? Das ist wahr. Das ist zu hoffen. Die Verteidigung der Stadt sollte nicht unsere Sorge sein. Wenn das, was wir vorhaben, funktioniert, sollte es auch vielleicht keine Sorge mehr sein. Sag mir also, wie kommen wir dort hinein? Und auf den gleichen Weg, wie wir herausgekommen sind. Herr Boltax, könnt ihr einmal herüberkommen und euch auf diesen Felsen stellen und mal herüberlugen? Ja. Warum? Schaut einmal dort drüben. Innerhalb dieser Ranken, dort, ein bisschen weiter rechts. Mhm. Seht ihr dieses große Gebilde? Ja, da ist was. Da ist was, ja. Ich glaube, das ist ein dämonisch verseuchter Djinn. Ein sogenannter Rosenknecht. Ja, dieses, wie hoch mag das sein? 4 Schritt oder sowas? Mit diesen dornigen Krankarmen da. Ah, kennt ihr euch mit sowas aus? Das als ein dämonisch verseuchter Djinn, dass ich das nochmal sehen muss. Oh weh, das ist gefährlich. Ja, das kann viel Schaden anrichten. Das müssen wir eigentlich beheben. Aber dann würden wir uns direkt aufs Schlachtfeld begeben, nicht wahr? Wenn ich mich nicht irre, hatten wir etwas Ähnliches vor Kunchung gesehen. Das war doch dieses Piratenschiff, das Djinne unter seine Herrschaft gezogen hat. Wirklich? Und wie seid ihr ihm damals beigekommen? Wir sind gar nichts beigekommen. Wenn ich mich recht erinnere, war es die Sulman al-Nasuri, die gegen dieses Piratenschiff gekämpft hat, während wir eine Dämonenarche versenkt haben. Na gut, dieses Schiff ist zufällig nicht hier. Wollen wir es hoffen? Nun, wollen wir in die Stadt immer noch hinein, oder? Dem Rosenknecht müssten wir trotzdem beikommen. Richtig, aber das schafft ihr ja wohl auch von der Stadtmauer aus. Ja, oder? Ja, natürlich. Wenn ich etwas Zeit zum Ausruhen habe, mit Sicherheit. Auf dem Bazar gibt es mit Sicherheit Zaubertränke. Das sollte unser geringstes Problem sein. Gut. Und dann sollten wir den gleichen Weg zurücknehmen. Ich glaube, dort hinten war die Stelle, aus der wir hier vorgekommen sind, aus diesem Fluss. Wenn es denn noch einmal funktioniert. Ja, das müsste die Stelle sein. Man denkt immer daran, er hat zweimal dieselbe List versucht,
Dem ist Fax nicht hold. Schwebt euch eine andere Strategie vor? Nein. Ihr könnt erkennen, wie Sarastro Dorkstein sich ein bisschen leise mit Azarel unterhält und die warten dann darauf, dass ihr den Weg bereitet, während Boltak sich vorbereitet und ihr könnt erkennen, wie Sarastro einfach abfällig zu dieser Belagerung hinübersieht und ja, wohl einige Verbesserungsvorschläge an Azarel weitergibt. Und das ist also wieder die Kriegskunst, die in ihm schlummert. Auch wenn er selbst nicht Helm Hafax heißt, aber als Admiral seiner Flotte ist er selbstverständlich auch in der Kriegskunst geschult. So, es sind wieder knapp 20 Minuten, die wir Zeit haben. Dürfte mehr als genug sein. Dann was, mal los. Was genau tun wir nun also mit unseren beiden Begleitern? Komm mit. Richtig. Wo wollen wir sie unterbringen? In Zorgan. Wir gehen direkt zur Geweihten, holen sie ab und übergeben sie. Wollten wir nicht erst warten, bis der werte Fürst Komtur seinen Teil der Abmachung getan hat, bevor wir sie übergeben? Niemand wird seinen Teil nicht erfüllen, bevor wir sie übergeben haben. Nicht wahr, Azarel? Höchstwahrscheinlich nicht. Aber das, was abgemacht war, ist, dass Hafax das Mittelreich nicht einreißt. Und naja, wir können sicherlich noch einige Wochen warten, aber auch irgendwann wird er ungeduldig. Spätestens wenn der Jähzorn des Belhalhar nach ihm greift, dann wollt ihr nicht, dass Yasina nicht schon neben ihm steht. Müsst ihr das denn sagen? Ihr meint den Namen aussprechen. Ihr wisst ganz genau, dass es göttergefährlichen Leuten unbequem ist. Ja, ich habe euren Freunden und Begleitern bereits gesagt, dass die Macht der Namen zutrifft und es durchaus unangenehm sein kann. Aber wenn man an der Seite eines solch großen Mannes reist, ich meine damit den Fürstkomtur, dann ist die Aufmerksamkeit dieser Erzdämonen sowieso auf uns. Und damit meine ich nicht nur ihn, sondern auch viele verschiedene andere. Ja, ich weiß aber man nicht. Muss sie ja nicht dazu einladen, dass sie auch noch mit einem reden, oder? Das tun sie bereits. Ja, wir möchten aber nicht, dass sie auch mit uns reden, also haltet euch bitte damit zurück. Danke. Okay. Während die anderen reden, würde ich mal an meinen Schlangenring packen, mich wieder wie ein nasser Hund schütteln und den geodischen Wasserbann aktivieren. Ja, würfel ihn. Ja. Hä? Moment, so. Eins. Kannst du auch einfach 3W20 gleichzeitig würfeln? Ja, habe ich eben probiert, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Ja, du hast einfach nur die... War ein guter Wurf, 10-2-2. Damit dürfte ich alles übrig haben, also alle 14. Ja, ich hoffe noch. AKP, die ich habe. Ja, ich mach's wie das letzte Mal auch. 2 Schritt. Und reite dann ins vermeintliche Wasser hinein. Ja. Was sich dann wie eine Blase wieder vor dir her schiebt. Du merkst, wie die Strömung kurz, nicht ganz zufrieden ist und auch die Wassergeister, die hier gerade im Wasser sitzen, böse nach dir scharren und knurren, aber du kannst sie dann verdrängen und in das Nass eintreten, den Schlamm dann betreten mit deinem Pferd und dann deine Begleiter zu dir rufen. Nun kommt! An die Seite reiten von Boltax. Immer wieder beeindruckend. Nun, immer wieder furchteinflößend. Das ist die Macht der Geoden. Ist ja doch ganz ordentlich. Azarel und Sarastro selbst werden in einen Dauerlauf verfallen, den sie auch ohne Probleme mithalten können und dabei auch nicht einmal anfangen zu schwitzen. Wieder einmal stinkt es erbärmlich nach Fisch, nach Wasser, nach Meer, nach dem Schlamm. Es ist feucht um euch herum. Die Geräusche sind merkwürdig gefiltert und wieder einige Leichen, die ihr dann sehen könnt. Einige Krieger immer noch dann aus Barbrück, die hier den Fluss nach unten getrieben sind, die sich noch irgendwo verhangen haben. Ihr könnt sehen, wie sie ein bisschen aufgeblasen sind. Die Wasserleichen, die jetzt so ein bisschen dann ja nach der Haut greifen, sie aufquellen lassen, so dass sie dann eben aufgedunsen auf der Oberfläche treiben. Oder eben auch einige Kriegerinnen. Je nachdem, wie weit ihr dann nach Norden kommt, könnt ihr dann über euch auch einige Uronierinnen erkennen,
die dann von Pfeilen getroffen auf der Oberfläche schwimmen und dann langsam runtertreiben. Bis ihr dann nach 20 Minuten wieder über euch die wenigen Schiffe erkennen könnt, einige Ferdis, die da gerade am Rand stehen, einige Boron-Geweihte, und dann könnt ihr wieder über den Totenhafen, ganz in der Nähe des Handelshafens, die Stelle betreten, wo ihr zwischen den Häusern wieder nach oben kommt und euch, ja, aus dem Baron Ula erhebt. Ach, wann machen wir das nicht? Glaubt mir. Müssen wir unbedingt einmal zeigen, wie er das macht. Nun, ich glaube, das wird etwas schwieriger sein, euch das beizubringen. Was? Pappalapapp, das ist doch nur geodische. Ja, eben deshalb. Wenn ihr etwa 80 Jahre Zeit habt und gut mit den Elementen könnt, dann kriegen wir das hin. Menschen sind nicht so langsam wie Zwerge. Ich verstehe das schneller. Nicht so gründlich, das stimmt. Das befürchte ich allerdings auch. Naja, wie dem auch sei. Das Ritual ist sehr komplex, was letztlich dazu führt, dass... Naja, ist ja auch egal. Ich kann es euch gerne einmal, wie sagt ihr, theoretisch erläutern. Gerne, in einer ruhigen Stunde gerne. Wo wollen wir jetzt hin? Ach, ich denke zu diesem, ihr wisst schon, Platz. Ja, genau. Zur Geweihten. Vielleicht sollten wir unsere Begleiter vorher uns etwas ausruhen lassen. Wir könnten sie im roten Kamel oder im weißen Kamel. Jeder Moment, den wir ruhen, ist ein Moment des Risikos. Vielleicht sollten wir aber alleine zu der Geweihten gehen und. Ja. Ich denke, in ihrer Anwesenheit werden wir sowieso nicht zu ihr vordringen können, also sollten wir sie tatsächlich in der Karawanserei zurücklassen. Meinetwegen auch auf dem Bazar, das ist mir völlig gleich. Und hier drüben gibt es einen Heuerstempel, den ihr Platz nehmen könntet, falls ihr doch noch von euren Wegen abschwören wollt. Und wer will die Gefangene zu den Verteidigern bringen? Auf ihm. Man kann sie direkt in den Tempel schleifen. Von mir aus, dann sollten wir uns jetzt wirklich beeilen. Dann bringen wir sie am besten im weißen Kamel unter. Gut, das wird ihrer angemessen sein. Was ist das eigentlich mit euch, Dorkstein? Ihr gehört ja seit der Treppe hochgefallen, seitdem wir euren Bruder umgebracht haben. Treppe hochgefallen? Ich bin Kommandant der Boranstorn. Sprich, der Arche, die ich euch bat, für mich zu erobern, ist das falsche Wort. Aber ich konnte auch damals ohne euch den Kapitän stürzen. Deshalb hätte ich euch nicht bedurft. Aber ich fand das sehr interessant, wie ihr damals mit der Seeadler in Boron angelandet seid und dann direkt in diese Taverne gestolpert seid. Daher dachte ich mir, es wäre interessant, euch etwas kennenzulernen und eure Motive etwas zu studieren. Daran bleibt stehen, als er Boronstone sagt, und mustert den Mann nochmal sehr genau von oben nach unten. Sieht er irgendwie paktierermäßig aus? Nein, null. Ihr seid Kapitän der Boronstone. Korrekt. Nochmal einen Blick von oben nach unten. Sicher. Ihr seht nicht so aus wie die anderen Archenkapitäne, die uns unterkamen. Ihr meint, dass ich keinen Pakt mit der Ersäuferin schloss? Man muss keinen Pakt mit der Ersäuferin schließen oder über Yamish Akvam verfügen, so wie ihr damals. Man braucht nur einen Steuermann, der dies tut. Die Boronstone ist etwas spezieller, da sie sich zweiteilen kann, und daher braucht sie auch zwei Steuermänner. Aber beide unter meiner Kontrolle. Dieses Ding kann sich zweiteilen? Oh, wenn ihr wüsstet, welche Geheimnisse die Archen haben. Nun, erläutert uns doch einige. Was habt ihr denn über die Gezeitenspinne herausgefunden? Ich habe gehört, dass ihr einige Zeit mit ihr gereist seid. Im Kern ihrer... Jetzt, wo sie tot ist, kann man sich wohl erzählen. Im Kern ihres Steuerturms waren Drillinge als Steuerfrauen angeschlossen. Eine Geweihte und, bin ich ganz sicher, ihre Schwester auf jeden Fall, obwohl
obwohl ihr Vater davon nichts wusste. Celeste, meint ihr? In der Tat. Die Geschichte der beiden Zwillinge ist weit bekannt. Nun, sie hatten eine sehr gespaltenes Verhältnis zueinander und entsprechend steuerte sich die Arche auch mal so, je nachdem welche gerade die dominantere war. Ich habe mittlerweile auch gesehen, zu was diese Arche wurde. Die Insel Frühlingsstrand, direkt vor der großen Stadt von Xera. Sag, guter Dorkstein, hat diese Boranzorn auch zwei Herzkammern? Das wollt ihr wohl gerne wissen. Ja, deswegen frage ich euch. Ihr seid doch ein Horasier, habt Anatomie studiert. Wie verhält es sich mit unserem Herzen? Der gewöhnliche Mensch besitzt nur ein Herz. Dieses unterteilt in vier Kammern, die jeweils das Blut pumpen vom und zum Herzen hin. Er beschreibt mit seinen Händen, sieht fast halt so aus, als würde er gerade beten. Er legt sie zusammen und dann trennt er sie, als ob er einen Fluss teilt und lächelt verschmitzt. Zwei Lungen, zumindest zwei Flügel, zwei Gehirne, zumindest zwei Gehirnteile. Ihr solltet wissen, dass diese Archen, so dämonoid wie sie sind, viele Organe aufweisen, die doch recht ähnlich sind, vielleicht erschreckend ähnlich. Und ihr solltet euch überlegen, wenn der Archenfrühling eintritt und sie wachsen, was es braucht, damit sie schlüpfen. Nun, ich vermute mal einen geeigneten Nistplatz, wenn man so will. Ein Platz, in dem man in Ruhe wachsen kann und einen Nährstoffvorrat, wie man so schön sagt. Ihr solltet euch überlegen. Die größte Arche oder Archen, die aktuell existieren, sind zwei Stück. Die dritte wurde gleichzeitig mit der Geburt der anderen beiden vernichtet durch die sieben Gezeichneten, als sie damals im Maraskan, im Friedhof der Seeschlangen, auftauchten. Diese Archen sind über 200 Schritt groß und wachsen weiter. Ihr solltet euch einmal das Potenzial vorstellen, denn eure Gezeitenspinne, ebenso wie die Boransdorn, maß nur 60 Schritt. Ich vermutete schon, dass sie im Laufe ihres Reifungsstadiums wachsen, aber dies nun bestätigt zu bekommen, ist interessant. Was könnt ihr mir noch über diese Boransdorn erzählen? Ich kann euch gerne weitere Dinge mitteilen, aber wir sind nicht deswegen hier, sondern wegen gänzlich anderem Wissen. Und ihr könnt sehen, also während ihr durch Alt-Sorrigan gegangen seid, er hatte die Kapuze in sein Gesicht gezogen, sodass er kaum zu erkennen ist. Ebenso wie Azariel Schörlerkraut jetzt auch sich gerade. Sie sieht sehr harmlos aus, möchtet ihr meinen. Und Boltax kann mit seiner hohen Magieresistenz wohl auch erkennen, dass darauf ein Zauber liegt, der sie sehr harmlos wirken lässt, dass sie gar nicht ist. Also, da scheint wohl gerade sowas wie ein Einflusszauber oder sowas auf ihr zu liegen, der sie gerade anders wirken lässt. Und während ihr gerade dann durch Alte Sorrigan spaziert, so ein bisschen dann nicht auf die Straße achten, sondern dann Sarastro Dorkstein lauschen, könnt ihr erkennen, wenn ihr gerade auf der Hauptstraße eintrefft, wie die Stadtmauern, vor allem dann das Sorriganer Tor, verschlossen ist und ihr auch gar nicht mehr in Richtung Süden durchkommt. Nun, ich sehe hier gerade vor uns die Taverne Madala. Bleiben wir also hier, während ihr euch auf die Suche nach Yasina Melena begebt, dann könnt ihr alleine durch die Stadt streifen und stromern, wo auch immer sie sich befindet. Wie erwünscht. Macht noch keinen Ärger, während wir fort sind. Ärger machen? Keine Missionierung in Scharlachkraut. Sie lächelt wieder verschmitzt. Nicht so wie bei Ömer damals. Er kam freiwillig zu mir und wollte lernen. Er war nicht der Schlauste von uns. Vielleicht war er schlauer, als ihr denkt. Garantiert nicht, nein. Und damit nicken die beiden
und werden die Taverne Madala betreten. Während ihr auf der Hauptstraße zurückbleibt, wenn ihr euch ein bisschen umseht, die Orangenbäume sind sehr leer gepflückt. Also das, was hier vor einigen wenigen Tagen zur freien Verfügung stand, ist jetzt geplündert worden. Ihr könnt auch so ein paar Kisten sehen, die zerbrochen auf der Hauptstraße liegen. Von der Elefantenpatrouille oder anderen Stadtwachen könnt ihr gerade wenig erkennen. Auf der Innenseite des Tores könnt ihr natürlich immer noch dann den Löwen erkennen, wie der immer noch im Schatten da liegt, aber die Stadtwache ist sehr angespannt und es gibt noch ein kleines Mannstor, was gerade geöffnet ist. Ansonsten ist der Rest verschlossen. Und die Stimmung in Sorrigan bzw. in ganz Zorgan ist angespannt. Es scheint ganz so, als würde sich die Belagerung endlich bemerkbar machen. Endlich? Ja, je länger es dauert, desto schlimmer wird es außerdem. Nun, diese Stadt kann nicht wirklich versorgt werden von dem Herr aus, nicht wahr? Weilung wird seit Jahren versorgt. Das Problem an Weilung ist jedoch, dass sie nicht befeindet sind mit dem ganzen Meer. Nun, wie kommen wir durch das das Tor? Müssen wir jetzt erst nicht. Was? Nein, wir suchen jetzt Knüppler und lassen uns wieder dorthin bringen. Genau. Also gehen wir wieder zu diesem Theater und suchen denselben Mann auf und fragen wieder nach dem Knüppler. Wo ist das Theater von hier aus? Dort lang. Ziemlich geradeaus. Ein bisschen nach links. Das ist doch nicht zu übersehen. Diese Abzweigung dort und dann geradeaus, ja. Was dann, geht doch vor. Wie wollen wir ihn finden? Wollt ihr einfach Knüppler rufen, bis er kommt, oder? Wir fragen aber wieder denselben Mann in der Suppenküche. Und welch gibt's den noch? Natürlich gibt es die noch. Er hatte doch regen Zulauf mit seinen überbackenen Ratten. Genau. Also Ratten wird es auf jeden Fall hier noch geben. Gehen wir. Ja, Gassenwissenprobe von einem von euch. Könnt ihr euch aussuchen, wer die macht. Und die ist natürlich auch erschwert, weil ihr euch in der Stadt nicht auskennt. Eine fremde Kultur. Dementsprechend plus 7. Ömer ist leider nicht da. Wäre sie leichter, wenn man ein gutes Gedächtnis hat, weil wir den Weg ja schon mal gegangen sind? Innerer Kompass würde helfen nach Rafim. Rafim ist leider nicht da. Wir brauchen einen inneren Kompass. Ich bin gerade die Gefangene zum Tempel. Das war minus 7, ne? Innerer Kompass ist variabel, musst du Frosty fragen. Wie viel krieg ich? 7 Punkte. Wunderbar. Ja, da vorne rechts. Ach, das rechts. Ja, gut. Den habe ich gar nicht gesehen von da hinten aus. Sagt mal, funktioniert euer Auge nicht mehr richtig?